Eine richtige Jaffa-Truppe sollten wir da ja wenigstens haben. Konstruktion abgeschlossen. Und dann geht das so. Ich glaube sogar, die Kultkrieger sind sogar ineffektiv gegen die Uri. Hab mich da schon sehr gewundert, aber... Ne? Kam nicht ganz unerwartet. Ach, da haben wir es. 5000 kostet das... Oh, nur 10 Einheitenplätze, das ist gut. Das hat 9. Abgeschlossen. Dann haben wir 10. Ist schon ganz geil. Melde mich, die Befohlen. Schlachtschiffwerft, Mine... Und den ganzen anderen Kram, der jetzt noch dazu kommt. Das heißt, das hier wird ein richtiger Flottenproduktionsplanet. Eins. Oh. Ist ja voll die Bauleiste. Hahaha. Auch früh gemerkt, sonst hätte ich jetzt gleich eine Dreier-Schlachtschiffreihe gebaut mit Apophis. Systemflaggschiff. Wollte ich gerade sagen, Apophis Mutterschiff, leichtes Schlachtschiff, 3 Stück gebaut. Dazu vielleicht 2 oder 5 Anubis-Attack und damit hätte sich die Russe schon gehabt, ne? Aschenheimat haben wir ja auch noch. Wunderbar. Was haben wir da noch auszubauen? Nichts auf dem Boden. Ja, manchmal sind hier noch Plätze frei, steht das zwar, aber es gibt nichts mehr auszubauen. Ist dann im Spiel nicht ganz gefixt worden, aber mein Gott, ne? Wen kummert's? Ach genau, da wollte ich ja noch exakt einen Platz freilassen. Wie weit seid ihr hier? Einheit wird produziert. Können wir auch noch eben mal machen hier. Ja, wenn es nichts anderes mehr zum Bauen gibt, dann brauche ich auch so einen sinnlosen Schwerkraftgenerator, der noch aus Star Wars übernommen wurde. Aber. Ja, genau. Langara 4000. Da hatten wir ja auch so eine Raumschiff-Flottenwerft im Grunde. 3 Stück, 2 Stück. Bilden eine Flotte. Perfekt. Konstruktion abgeschlossen. Einheit wird produziert. Einheit gelöscht. So läuft das. So löffelt das hier. Das ist geschützt. Oh, das wäre jetzt Fehler gewesen. Wir leiten alle Energie von den Schilden auf den Hyperantrieb. Fahrzeug wird produziert. Was wir aber mal machen können. Konstruktion abgeschlossen. So ein bisschen eine Drohne produzieren. Konstruktion abgeschlossen. Melde mich, wie befohlen. Das ist schon wieder 3. Das ist schon wieder Stargate-fähig. Ja, das können wir alles machen. Können wir alles. P2X, 14. 2 sehr fortschrittliche Namen, Bedrosia und Optrika. Verfeinden und streiten im Ursprung Ring der Götter. Konstruktion abgeschlossen. Na komm, so lange dauert's nicht mehr. Zack, 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 zack. Da ist nämlich schon die Erde. Dank der modernen Produktionsanlagen und der starken planetaren Wirtschaft auf der Erde ihre eigenen Weltraumeinheiten 20% günstiger produzieren. Ne? Kapitalismus und so. Gehört hier alles dazu. Konstruktion und abgeschlossen. Ja. Na komm schon. Komm an. Marine. Oh, heilige Scheiße. Ach du Shit. Colonel Stephen Cordwell. Ein Asgard-Gesandter, das heißt, das ist der Techniker bei uns. Und George Hammond. Aber solange er auf dem Boden ist, ist es kein Problem. Konstruktion abgeschlossen. Aber hier können wir übrigens... Sorry, Bro, aber es ist ein langer Weg. Ich muss die Galaxis informieren. Ja, durch die halbe Galaxis musst du jetzt nämlich reisen. Oh. Special Teams. Dieses Zeichen ist übrigens, speziell. Das mit dieser komischen braunen Banane.
Das steht für so einen Spezialeinsatzkräfte der Tauri. Das ist harte Flotte. Spezialeinsatzkräfte der Tauri. Und ja, mit denen ist auch nicht immer gut Kirschen essen. Die können einem schon mal auf Rübe geben. Einheit wird produziert. Was ist denn bei dem Orban? Orban war nur leichte Flotte. Konstruktion abgeschlossen. Melde mich wie befohlen. Konstruktion abgeschlossen. Machen wir mal so. Packen wir die Drohnen hier wieder als Stargate-Kommando wieder zusammen. Und die hier schicken wir mal nach Chulak. Würde mich zwar wundern, wenn es nicht besetzt ist, aber wäre auch schön. Oh. P3X666. Konstruktion abgeschlossen. Natürlich auch mal Dingensforschung hier. Gebäude wird errichtet. Ja. Abwehrsatellit und Radaranlage. Langstreckenscanner. Mit denen können wir dann erfassen, wenn zum Beispiel von Takara oder Noxheimat oder Vorash oder sonst wo Truppen anrücken, feindliche. Und werden vorgewarnt. Allerdings warnt er auch manchmal, wenn sowas Simples ist wie. Och du Scheiße, auch noch Helden. Sowas Simples. Oh, SG-1. Sowas Simples ist wie. Ja, die fliegen zu ihrem verbündeten Planeten oder sowas. Dann warnt er uns auch schon, weil es einfach eine Flottenbewegung ist. Und er das als Feindbewegung in Häkchen erkennt. Komm schon, zur Erde, zur Erde, zur Erde, zur Erde. Ich kann sie alle ausschalten. Ich weiß es. Ich habe Geld. Bald sind wir übrigens bei 100.000. Da wird es dann schwierig zu... Scheiße. Ich muss die Galaxis informieren. Ach, hätte ja sein können. Hätte ja sein können. Oh, Noxheimat. Ein bisschen lästig schaut schon sein, ne? Aber wir riskieren das trotzdem mal. Ich warte nur noch bis... Ich glaube, es ist die Drohne, die da gerade fliegt. Ne, das ist Ares. Warten wir nochmal ab, bis der da ist. Vielleicht kann ich doch irgendwen töten. Konstruktion abgeschlossen. Haha. SG-1. Ja. Ach, es ist damit zwar erstmal kurz außer Gefecht, aber wir können dafür schon, ohne das Mitwirken von SG-1, unsere Kultkrieger nach Chulak schicken. Ja, die nehmen dann da erstmal ein. Es ist nur noch ein Held übrig, und zwar der... Konstruktion abgeschlossen. Colonel Lionel Pendergast. Kommando über die Prometheus. Soll uns aber nicht interessieren. Wir gehen ja sowieso auf Bodengefecht. Hier oben sieht man, Ares braucht ein bisschen, bis er wieder da ist. Konstruktion abgeschlossen. Fliegt ein modifiziertes Teltak, wusste ich doch. Ach genau, und seine Rasse kann halt den Kur-Ult nicht als Wirt dienen. Insofern wurden sie versklavt und von einer Droge abhängig gemacht. Namens Rosna. Invasion beginnt. Ja, und jetzt arbeiten sie für die Kur-Ult, damit die Kur-Ult in die Gnade gewähren. In der Kirngnade. Doch noch... diese Droge zu erhalten, um weiterzuleben und so weiter und so fort. Kann man übrigens alles auch im Internet nachlesen. Hahaha. Es gab mal übrigens so eine Heftreihe. Ich weiß nicht, ob es die immer noch gibt. Da kommt man immer so sammeln, da waren die ganzen DVDs drin und dann hat man irgendwann die ganze Staffel gehabt und da gab es jedes Mal so ein Infoheft zu, wo das Ganze erklärt wurde, zum Beispiel die Raketen, die mit diesem Goa'uld-Symbiontengift beladen waren und sowas. War schon ganz interessant. Ich natürlich nicht alle, aber ein paar... Paar hat man sich doch schon mal erlaubt. Magic Kullkrieger. Die leuchten jetzt so grün, weil sie in diesem Schutzkreis sind, ne? Dieser Planet droht den Rebellen in die Hände zu fallen. Errichtet eine Verteidigungsstellung, die sie in ihre Löcher zurücktreibt. Anubis. Wie ihr meint. Ich bin Anubis. Geschützturm wird gebaut. Geschützturm wird gebaut.
Meinetwegen. Ach, das hier war doch... Gegner nähern sich! Das war, glaube ich, das ehemalige Naboo. Konstruktion abgeschlossen. Konstruktion abgeschlossen. Ich diene Anubis. Schon unterwegs. Jawohl. Gleich gehen sie ab, die zwei Düsenmännchen. Da kommen sie. Wir haben ein paar Söldner angebaut. Oh yeah. Aufrüstung läuft. Zack. Aufrüstung abgebrochen. Nein, sie haben uns wieder den Posten weggenommen. Die Arschis. Wie ihr meint. Wir haben ein paar Söldner angebaut. Genau, hier oben ist Tiet. Tiet. Die ehemalige Naboo-Stadt. Was aber mehr oder weniger zurechtgemacht wurde, wie, ja, soll ich sagen. Geschützturm wird gebaut. Ich diene Anubis. Wie diese Stadt auf Chulak. Unterwegs. Suche Ziel. Das Geile ist, jetzt rushen die hier den Felsen hoch. Konstruktion abgeschlossen. Oder durch den Felsen. Ja, nicht so cool, aber fast dasselbe. Konstruktion abgeschlossen. Huhu. Aufrüstung läuft. Wenn wir übrigens die Aufrüstung kaufen, dann bleiben die dauerhaft auf dem Planeten. Also die Aufrüstung. Ja, tust du. Ich diene Anubis. Aufrüstung abgeschlossen. Da hinten gibt's noch. Aber ich will immer alle Posten ausbauen, bevor ich hier irgendwie die ganzen Truppen vernichte. Das heißt, das muss jetzt alles schnell Aufrüstung gehen. Aufrüstung abgeschlossen. Geschützturm wird gebaut. Ich diene Anubis. Hier gibt's sonst nichts mehr außer den. Aufrüstung abgeschlossen. Ach, scheiße. Konstruktion abgeschlossen. Konstruktion abgeschlossen. Bin unterwegs. Geschützturm wird gebaut. Ich diene Anubis. Immer wieder ein Vergnügen. Ich diene Anubis. Ich weiß, das tust du. Das brauchst nicht immer wieder zu wiederholen. Oh, ist ein hartes Battle, muss man übrigens sagen, ne? Das lassen wir den einmal alleine machen. Abgeschlossen. Geschützturm wird gebaut. Ich diene Anubis. Weil diese Geschütze helfen uns ja auch später, weil die auch nicht weggehen, wenn wir den Planeten wieder verlassen. Also sprich, unsere Truppen abziehen und die Schlacht gewonnen haben. Sondern die bleiben ja auch bei der nächsten Invasion. Konstruktion abgeschlossen. Sprich, wenn die Tauri wieder diesen Planeten zurückerobern wollen und im unrealistischsten Fall unsere Verteidigung im Weltraum überwinden können, ne, dann sind diese Geschütze halt noch recht nützlich. Konstruktion abgeschlossen. Geschützturm wird gebaut. Da gibt's nichts mehr. Da bauen wir schwere Geschütze hin. Konstruktion abgeschlossen. Geschützturm wird gebaut. Anubis. Konstruktion abgeschlossen. Anubis. Und sinnvoll baue ich es halt so auf, dass hier hinten die ganzen Luftverteidigungsgeschütze sind, während vorne die ganzen Infanterieabwehrteile sind. Scheiße. Konstruktion abgeschlossen. Du gehst dahin. Locke ihn. Konstruktion abgeschlossen. Schinde Zeit. Geschützturm wird gebaut. Geschützturm wird gebaut. Geschützturm wird gebaut. Ich diene Unser Stützpunkt Anubis. Wird angegriffen. Das egal. Konstruktion abgeschlossen. Doch nicht. So gut wie erledigt. Der macht doch recht dolle Schaden. Konstruktion abgeschlossen.
Warum so viele Luftverteidigung übrigens? Weil die Tauri doch sehr viel mit Fahrzeugen unter schweren Geschützen anrücken. Sprich, Gleiter oder sowas. Nein, jetzt halt die Fresse. Der Gegner wurde besiegt. Geht doch. Haben wir noch behalten, Glück gehabt. Konstruktion abgeschlossen. Ganz nice. Ja, da sind sie, die Bad Boys. Die Bad Boys. Und wenn wir hier fertig geladen haben. System erobert. Ja, genau. System erobert. Gebäude wird errichtet. Zack, Raumstation hatten die sowieso nicht. Ach, Flotte ist noch lange nicht vollständig. Schade. Soldaten werden angeworben. Soldaten werden ausgebildet. Rekrutierung läuft. Oh, habe ich schon zwei. Egal. Egal. Fahrzeug wird produziert.